Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin den antragstellenden Fraktionen dankbar für den Antrag, weil es uns die Gelegenheit gibt, über die Situation im Kamerun zu sprechen. Und ich glaube, das ist dringend nötig, dass wir das auch jetzt in diesem Zeitpunkt hier im Bundestag machen. Es ist von einigen Vorrednern angesprochen worden, die Situation, und ich möchte auch insbesondere auf die humanitäre und die menschenrechtliche Situation im Kamerun eingehen, ist in einem permanent sich verschlechternden Zustand und in manchen Regionen des Landes katastrophal. Es ist angesprochen worden, die Krise im Norden. Wenn man den Zahlen von Amnesty International folgt, sind im Jahr 2017 150 Angriffe dort erfolgt, 48 Selbstmordanschläge mit zig Folgen, Toten der Zivilbevölkerung, mit Leid der Zivilbevölkerung, mit unerträglichen Zuständen, die zu einer Flucht von 240.000 Menschen aus der Region extrem Nord geführt haben. Gleichzeitig, und das muss man auch deutlich erwähnen, haben Streitkräfte der kamerunischen Regierung mit willkürlichen Festnahmen, auch mit Vorwürfen von Folter und Tötungen, in einer Art und Weise reagiert auf diese Situation, die die menschenrechtliche und die Situation der Menschen, der Zivilbevölkerung nicht verbessert, sondern verschlechtert haben. Die verschärfte Gesetzeslage in Kamerun seit 2014 in Bezug auf das Antiterrorgesetz verschärft oder bindet die Möglichkeiten von Journalisten in der Region, sich über diese Tatsachen und über diese Vorgänge auszutauschen und zu veröffentlichen, bindet das noch mal deutlich ein oder schränkt das deutlich ein. Der Vorwurf der Selbstzensur oder der Tatsache, dass Journalisten sich selbst zensieren, ist in Kamerun eine weit verbreitete, leider weit verbreitete Tatsache. Und dazu kommt der Konflikt, der seit 2 Jahren aufgebrochen ist zwischen dem englischsprachigen und dem französischsprachigen Teil des Landes oder der französischsprachigen Zentralregierung, bei der eigentlich Dinge eingefordert worden sind, die, finde ich, ganz normal sind. Gleichberechtigung, gleiche Behandlung im Bildungssystem, im Justizsystem und die Möglichkeiten, auch mit der anderen Sprache, nicht der Sprache der Zentralregierung, sich gut vertreten zu fühlen im Land und seine Rechte wahrzunehmen. Protestaktionen der Bevölkerung, die auch nach wie vor andauern, wurden mit einem militärischen Vorgehen beantwortet, die nicht zu einer Deeskalation der Gewalt und nicht zu einem friedlichen Lösen des Konfliktes beigetragen haben, sondern zu einer Verschärfung des Konfliktes und auch hier wieder zu einer Situation, die zu Toten, sehr, sehr vielen Toten, Amnesty International spricht von blutigen Auseinandersetzungen seit Herbst 2014 mit 400 getöteten Zivilisten, 170 toten Sicherheitskräften und zu einer großen Fluchtbewegung aus den beiden betroffenen Regionen Southwest und Northwest geführt haben. UNOCHA, also die Koordinierung für humanitäre Angelegenheiten, spricht mittlerweile von 160.000 Binnenvertriebenen, die auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Die Zahl derer, die vertrieben worden sind, ist weit höher, 250.000 ungefähr Binnenvertrieben, und man geht von 30.000 Vertriebenen nach Nigeria, also in die Nachbarländer, aus. Es ist also hohe Zeit, dass wir uns hier intensiv mit diesem Konflikt und mit diesen humanitären, menschenrechtlichen, katastrophalen Folgen, insbesondere für die Zivilbevölkerung im Kamerun, beschäftigen. Was kann man tun? Was kann man als Bundesregierung tun? Man kann immer wieder, und das, lieber Herr Kekeritz, da muss ich Ihnen widersprechen, das wird gemacht. Sie haben es ja so dargestellt, als würde die Bundesregierung nichts machen. Es wird immer wieder angesprochen, es wird immer wieder thematisiert mit Vertretern der kamerunischen Regierung, dass Militär keine Lösung dieses Konfliktes ist, dass es nur in einem Dialogformat eine Lösung des Konfliktes geben kann. Dafür gibt es Beispiele. Dafür gibt es auch Beispiele in konkreten Fällen vor Ort. Beispiele wie. Können Sie bitte zum Ende kommen? Ja, mache ich. Schade, ich hätte die Frage gern zugelassen. Aber, keine Frage mehr. Beispiele im Konkreten vor Ort. Und ganz wichtig ist die Frage, was können wir konkret noch tun? Das Thema Dezentralisierung, ich komme leider nicht mehr dazu, aber das wird sicher die Kollegin Vogt noch mal ansprechen. Das ist eines der ganz wichtigen Punkte, hier die Förderung von Konfliktprävention, von Dezentralisierungsmaßnahmen und von Mediationsmaßnahmen für die Zivilbevölkerung voranzutreiben. Jawohl. Danke.
gerne jetzt kommt, aber erstmal für die FDP-Fraktion der Kollege Dr. Christian Hofmann. Christoph.